Herzlich willkommen beim Bastler. Schön, dass ihr den Kanal wieder gefunden habt. Heute geht es um die Frästischeinbauplatte. Tja, und der Clou bei dieser Platte ist, dass man die Reduzierringe, die man ja in verschiedenen Durchmessern von dem Innenloch hat, wegen den verschiedenen Fräsern, nicht reinschraubt oder festschraubt oder irgendwie mit einem Schlüssel arretiert, Bajonettverschluss, sondern nur durch Magnete wird diese drin gehalten. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das alles gemacht habe, bleibt dran, nach dem Intro geht's gleich los. Dieses ist der zweite Teil. Wenn ihr den ersten Teil sehen wollt für diese Einlegeplatte mit Reduzierringe, dann habe ich euch hier den Link eingeblendet. Also die Vorlage hat hier die super geraden Seiten, so wie sie gekommen sind. Und die Unterlage hat da die schönen Seiten. Das heißt, wir gehen mit der Bündigfräser, gehen wir dann hier schön sauber lang, weil es schöne gerade Kanten sind. Und wichtig ist natürlich, dass der Fräser, den ihr auch immer benutzt mit dem Ständer, keine Ahnung welchen ihr da im Einsatz habt, dass er auch wieder durch die Öffnung passt. So, dann schauen wir mal, ob wir auch ein bisschen Glück haben. Ich habe sie jetzt noch nicht auseinander gemacht. Ah, der passt satt. Ah, die Kante habe ich vergessen. Ah nein. Warum habe ich die denn vergessen? Habe ich die Kante vergessen? Gibt's ja gar nicht. Jetzt haben wir die letzte Kante auch gefräst und er passt satt drin. Drehen wir mal um. Ja, mit der Folie sieht man das natürlich noch nicht, aber ich glaube, das sieht gut aus. Und das Schöne ist, egal wie rum, sie passt immer. Also viel Rechtwinkligkeit drin. So. Die passt sehr schön drin. So, jetzt legen wir die Platte wieder drin. Ich habe hier wieder die Muttern drunter gelegt, damit die Platte schön bündig bzw. über die Oberfläche ist. Über diese. Und jetzt nehmen wir eine Kreisschablone. Und zwar diese habe ich angefertigt, die brauche ich öfter. Und wir machen ein Kreisloch von 97 mm. Und zwar, wo dieser Nagel ist, ist der Mittelpunkt. Hier ist der Fräser 6 mm. Und wir haben genau von der äußeren Kante bis der äußeren Kante des Nagels haben wir genau 49,5. Der Nagel ist 2 mm, also ziehen wir 1 mm ab, dann haben wir den Mittelpunkt von dem Nagel. Dann haben wir 48,5 mal 2 sind 97. Also ist das Loch 97 im Durchmesser. Und das werden wir jetzt kurz eben einen Test machen, ob genau genug ist, weil etwas weniger verdoppelt sich halt im Durchmesser. So, das reicht uns schon. Leider habe ich die Absaugung vergessen, die ich extra hier vorbereitet habe. Dann messen wir mal nach. In der Diagonale. Und ich würde sagen, das ist 97, minimal. Und das ist auch gut so, weil ein bisschen Luft brauchen wir immer. Werden wir dann hier zentrieren. Drücken den runter, der Fräser geht durchs Material und dann drehen wir den. Das muss natürlich einmal gewährleistet sein. Ja, geht.
Wobei klar ist, dass diese Scheibe natürlich nicht gebraucht werden kann, weil die zu klein ist. Aber er hier, das muss noch ein bisschen weggeschliffen werden. Das ist eben Natur der Technik. Das können wir vielleicht mit dem Fräser mal eben gucken. So, perfektes Loch. Nachmessen 97. So, ich habe jetzt von dem Rest einmal nochmal geteilt, damit ich zwei solche Rechtecke kriege. Habe genau in der Mitte ein Loch gemacht. Diese Breite ist 10 cm, also 100 mm. Und dann kann ich nämlich super noch ein 97er Loch machen. So, Loch sei schon Scheibe. Perfekt. Das ist die rote mit der Folie drauf noch. Kurze Erklärung. Ich habe den Mittelkreis gefräst, indem ich natürlich in der Mitte die Achse habe mit diesem langen Nagel. Aber wenn es dann zum Schluss geht, dann reißt er ab und dann habe ich keine Führung mehr. Darum habe ich an den Außenseiten noch zwei Nägel, womit ich den dann immer angedrückt lassen kann und er dann das sauber wegfräst. Somit habe ich einen sehr schönes rundes Loch. Jetzt klebe ich die erste und zweite Platte aufeinander. Also dicke Platten kriegt man natürlich viel schwerer, sind auch teurer. So, jetzt hier noch die Folie ab. Die Glanzseite nach unten. So, und wenn ich es jetzt nicht richtig gemacht habe, dann beiß ich mich im Arsch. So, ich habe jetzt eine Schablone gemacht, womit ich die Ecken, die Schrauben, wo die Schrauben drin kommen. Gleichzeitig habe ich für die Nivellierung der Platte habe ich schon mal zwei zusätzliche. Die bohre ich nur an, weil die gehen nicht durchs Holz durch, sondern da bin ich mir noch nicht sicher, wie wir das in Zukunft machen. Das schaue ich nochmal. So, diese. So, und jetzt können wir die natürlich weiter durchbohren. Aber da kommen ja sowieso andere Löcher noch drin. So, jetzt habe ich die Metallplatte drunter gelegt und diese wieder drauf, so dass ich da die Löcher auch kriege.
jagen wir natürlich auch wieder einen Nagel rein. Millimeter Löcher. Jetzt setzen wir diese Muttern ein. Einfacher. So. Mehr geht's nicht. Die kommt hier oben schon ran. Super. Sehr schön. So, jetzt nur noch die Oberplatte bohren und senken. Dann sind die grundsätzlich eigentlich fertig. So, die vorgebohrten 2 mm Löcher werde ich jetzt mit 5 mm erweitern und 6 mm Gewinde reinschneiden für die Madenschrauben. Dann enthüllen wir mal die Platte. So, im Prinzip sieht das super aus. Die Madenschrauben sind drin. Die stehen natürlich aus der Blechplatte etwas raus. Das habe ich einkalkuliert. Deswegen habe ich die Platte unten noch gesenkt mit 7 mm, so dass die hier rausstehenden sich da reinsenken, aber eben nicht ganz durchgebohrt. Oben habe ich dann 4 mm genommen, weil 4 mm, da passt nämlich genau der Imbus durch. So, und jetzt kann ich die reindrücken.
kann die Madenschrauben hier durch das Niveau einstellen. Und alles sollte gut sein. Drin legen, der ist noch nicht fertig geklebt, deswegen hat er noch einen Unterschied. Das machen wir aber noch. Jetzt braucht man nur noch den Abstand einstellen. So dass man auch merkt, dass Gegendruck entsteht. Also ich muss sagen, das geht wunderbar. So, dann muss man natürlich die großen Imbusschrauben für die Befestigung etwas locker anziehen. Sonst hat die Madenschraube natürlich keine Chance dagegen zu halten. Oder muss immer wieder mal ein bisschen nachgeben. Und diese Seite, die darf auch ruhig ein bisschen drüber stehen hier, weil wir alles gut, was gefräst wird, so von dieser Seite nach hier schieben. Und dann werden wir auch hier nie eine Kante haben. Ne? Genauso ist umgekehrt, hier muss es minimal tiefer sein wie hier, damit man nicht so ganz leicht anstößt. Aber sehe ich ja alles kein Problem jetzt. Mit diesen Madenschrauben kann man das super nivellieren. Wirklich, das ist ganz toll. Die Platte haben wir fertig. Ist ein schöner Kreis, passt hier schön drin. Aber ihr habt ja schon gemerkt, es sind ja zwei Platten drin, die beide 3 mm haben. Also müssen wir 6 mm haben. Dann schneiden wir uns, fräsen wir uns noch so eine Platte raus. Machen dann an drei Stellen machen wir uns Markierungen, wo wir 8er Löcher drin bohren. Wir bohren jetzt hier 3 8 mm Löcher drin. Vorgebohrt habe ich schon mal, damit das die passende Position hat. Und ich nehme diesen HSS-Bohrer, weil der etwas enger ist wie ein Holzbohrer, weil der Holzbohrer an sich wäre optimaler, weil er eine schönere Kante bildet. Der ist aber ein Bruchteil von Millimeter zu groß, das Loch. Wir werden hiermit bohren und dann seht ihr, wie gut das passt. Mal, wie es aussieht. Ja, perfekt passt das. Perfekt. Die sitzen satt drin, kommen nicht mehr raus, brauchen wir nicht einkleben. Optimal. Jetzt senken wir das nur an. Also das sind Magnete, 8 mm im Durchmesser und haben eine Stärke von knapp 3 mm und sind natürlich für dieses Verbundmaterial optimal. Und die setzen wir da ein. Werden wir ein bisschen festklopfen.
damit haben wir es auch plan bekommen. Andere Seite, das ist die Seite, die wir mit der nächsten Platte verkleben. Das wird sozusagen die Unterseite, die zur Fräse zeigt. Und da ist das Loch nicht so wichtig, es muss nur groß genug sein. Ja, ich glaube, das ist prima. Damit die Platten auch schön zentrisch aufeinander sind, nehme ich die Fräsplatte, lege die da drin und klebe jetzt die zwei glänzenden Seiten zusammen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Muss man da. Man kann noch ein bisschen schieben, bevor man die zusammen macht. So, jetzt wird ein bisschen gepresst. Und dann, deswegen habe ich die Sandwich erst gemacht. Danach werde ich die Innenseite nochmal fräsen. Und zwar in einem etwas größeren Durchmesser, so dass mein größter Fräser da durchpasst. Damit haben wir dann auch eine saubere Kante. Das Besondere bei diesen Einlegeringen ist halt, dass es werkzeuglos drin ist und hier nirgendwo mit einem Werkzeug was angefasst werden muss, sondern man nimmt diese raus und sie wird ja nur durch die Magnete auf diese Metallplatte runtergezogen. Da beide, die äußere Platte wie auch die inneren, die gleiche Dicke haben, passt er sich natürlich genau an. Und ich glaube, es sieht sehr perfekt aus. Was man auf alle Fälle noch machen sollte, ist, da wo die Mahnschrauben auf das Holz drücken, da sollte man Schrauben reindrehen, so dass eine metallische Oberfläche ist, die sich nicht reindrücken lässt. Mit diesem Scharnierbohrer bohren wir jetzt die Löcher. So, ein bisschen senken, damit diese Schrauben da schön gerade satt drin gehen. So, der Vollständigkeit halber zeige ich euch noch, was ich noch gemacht habe. Zwar, damit diese Platte nicht doch mal irgendwann beim Auseinandernehmen so einfach rausrutscht, weil die ja nur hier aufliegt und dort sozusagen reingeschoben ist. Da bin ich hingegangen, um das zu arretieren. Habe ich jetzt hier eine T-Nut gefräst. Eine T-Nut deswegen, damit ich da eine Schraube reinsetzen oder drin schieben kann, die dann festgezogen werden kann. So, die schiebe ich hier einfach drin. Die wird ein bisschen angezogen, dass das hält. So, das reicht. Es kann sich noch drehen, aber es kann sich nicht verdrehen, weil das ein selbstsichernde
Mutter ist. Setzen die wieder ein und klemmen die dann unten fest. Und die sitzt dann bombenfest. So, PS, hier kommt noch ein Nachtrag. Und zwar geht es darum, dass natürlich, was wahrscheinlich im Video ein bisschen untergegangen ist, dass ihr an der Fräserplatte natürlich nicht unbedingt zwei Verbundplatten nehmen müsst, sondern ihr könnt dort natürlich auch hingehen und nur eine nehmen. Dann ist es auch nicht ganz so dick. Wir hätten jetzt ja 9 mm mit der Metallplatte. Dann hättet ihr nur 6. Das würde natürlich mit der Metallplatte auch funktionieren. Das Einzige, was nicht so gut funktioniert, diese Löcher werden zwar ein bisschen größer, aber das kann man auch mitleben. Diese für die Madenschrauben oder Gewindestifte. Und dieses wäre genau umgedreht. Nein, nicht umgedreht, aber da würde man die Magnete sehen. Das wäre aber, glaube ich, auch kein Problem, weil das sieht auch schick aus, hält auch, sogar so rum hält es, ein bisschen zwar nur, aber es hält. Und ich glaube, das wäre noch eine Alternative, um Material zu sparen, um Arbeit zu sparen. Wer damit zufrieden ist, kann das auch so machen. Ja, die Einlegeplatte mit dem Reduzierring für diese Magnethalterung ist fertig. Wenn euch das gefallen hat, dann bitte ein Like. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, was ich so mache oder treibe, dann abonniert diesen Kanal. Es ist wie immer kostenlos. Und das Schöne ist, es gibt dann eine Glockenfunktion, da werdet ihr immer direkt dran erinnert, wenn ich ein neues Video hochlade. Dann bis zum nächsten Mal beim Bastler. Ich freue mich drauf, dass wir uns wiedersehen. Tschüss!